Hallihallo und herzlich willkommen hier auf YouTube bei Thirsty's World. Ich mache übrigens bei Change.org mit. Das ist so eine Art Petitionsplattform, also wo Petitionen gestartet werden. Und da kann man dann diese unterschreiben. Also man meldet sich mit seinem Namen an und signed in, wie es so schön heißt. Und dann kann man das auch weiterverfolgen, was mit den Petitionen passiert. Da gibt es zum Beispiel Petitionen gegen Abschaffung der Studiengebühren oder auch hier bei der Berliner Mauer, wo ja auch David Hasselhoff da war. Und diese Petitionen, die kann man dann auch weiterverfolgen. Und da habe ich auch eine Petition unter anderem unterschrieben für die Police Officerin. Ist ja eine amerikanische Polizistin, die tragischerweise von ihrem Mann erschossen worden ist, der ein Irak-Veteran war. Und da habe ich auch eine Petition unterschrieben. Und zwar ist es so, dass erschossene Police Officer auf eine Art Gedenkmauer oder Gedenkmall, also wie wir ja auch hier, darauf kommen, und das wollen sie nicht machen, weil wohl ihr Ehemann sie erschossen hat. Sie zwar im Dienst war, aber ihr Ehemann sie erschossen hat, und das dann wohl nicht als, ich weiß nicht, wie das bei den Amerikanern so läuft, also das wohl sehr wahrscheinlich nicht als, was heißt sehr wahrscheinlich, es gilt nicht als Kill in Duty, also als Unfall oder Mord oder erschossen worden im Gefecht oder erschossen worden, als er seinen Dienst ausführte oder als sie ihren Dienst ausführte. Und da hat Change.org auch eine Kampagne gestartet, beziehungsweise Freunde von ihr haben die Kampagne gestartet, und da habe ich auch unterschrieben. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr dann sagt, ja, Mensch, wir gucken mal bei Change.org rein. Also es heißt richtig Change.org, wie ich hier das auch sage, ich schreibe das nochmal hier drunter. Wir schauen jetzt bei Change.org rein und dann, jo, dann machen wir das. Das ist eine gute Idee, das machen wir so. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal hier auf Thirsty's World. Da gibt es auch Thirsty's Stammtisch, den ich dann machen werde. Und dann könnt ihr das euch auch mal ansehen. Also, macht's gut. Tschüss.